Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bausimulator 2015 mit dem im Kreis rennenden Rainer Baufusch. Boah, wie Michael Buffer. Ja, immer Michael Buffer, der geht sowieso bald in Rente und dann mache ich das. Dann sage ich Michael, my friend, sage ich Dr. Steel Hammer, Wladimir Klitschko. Und dann ruft er erstmal den Sicherheitsdienst. Der boxt auch nächste Woche, glaube ich. Nächste Echt? Woche? Ich glaube am 28. oder so. Nächstes Wochenende. Aber das ist heute nicht Teil unserer Planung hier, denn wir wollen natürlich weiterbauen und gucken mal, was wir noch für geilen Shit hier machen können. Also erstmal die Firma. Warte mal, Firma. Fuhrpark. Warenlager. Personal. Ich habe halt immer noch den Dominik hier und den Harpe, aber ich wüsste mal gern, wie ich die einstellen kann. Na gut, aber wir haben gerade noch keine Aufträge. Arbeit, Chris. Wie? Wir haben keine Aufträge. Ja, also wir haben Aufträge, aber ich muss halt erstmal einen annehmen. Achso. Boah, der eine hier bringt 45.000, ey. Aber der ist irgendwie ausgegraut. Warum kann ich den nicht annehmen? Wahrscheinlich, weil du irgendein Fahrzeug Du benötigst einen Walzenzug. Was kostet denn so ein Walzenzug? Weißt du das? Keine Ahnung. Ich habe nämlich auf meinem Konto nur noch 8.768 Euro. Du hast schon wieder gezockt. Ja, und zwar muss ich dazu ein bisschen ausholen. Ich habe mir ja vor 3-4 Tagen oder so, habe ich mir ja Fallout 4 runtergeladen. So. Und gestern war mein Neffe hier. Und der wollte stand bauen. Auf... Der stand auf einmal, ja, pass auf, der stand auf einmal hier in der Tür und ich muss dazu sagen, mein Neffe ist 3. Und ich habe halt gerade in der Zeit bei Fallout 4 Ghoulen den Kopf perforiert. Und das ist ja nicht unbedingt kindgerecht. Also habe ich zugesehen, dass ich schnell an eine möglichst sichere Stelle in Fallout 4 komme. Hab dann... gespeichert, Spiel verlassen und hab dann irgendwas Kindgerechtes angemacht, weil er mir halt über die Schulter gucken wollte. Und da ist mir dann schon der Bausimulator eingefallen. So, und weil ich ihm natürlich ein bisschen was zeigen wollte und ein Haus bauen wollte mit ihm, habe ich dann natürlich einen Auftrag annehmen wollen, der auch möglichst lukrativ ist, weil wenn, dann kann man das, ne, das lässt sich ja mit dem Nützlichen verbinden. Boah, klingt halt gemein. Ja, klar, und, hab dann festgestellt, dass mir dazu ein großer Bagger fehlte, um entsprechenden Auftrag durchführen zu können. Und der Bagger hat dummerweise 200.000 Euro-Cents hier gekostet. Ja, und dann war ich blank. Ja, nice. Aber mein Neffe hatte Spaß. Du bist voll kinderfreundlich. Als meine Nichten früher mal zuguckte, als sie klein waren, habe ich immer irgendein Ballerspiel gezockt. Mich doch nicht, ey. Ja, ich habe das, hab das echte Leben. Ich habe dann auch erst ein bisschen weiter noch gespielt und als er dann gefragt hat, was machst du da? Und dann habe ich gesagt, ich zeig den bösen Menschen, wo es lang geht, hab ich mal gesagt. Ja, ich konnte ja nicht sagen, hier, voll der Headshot, gleich spratzt es. Ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, wir haben voll den lukrativen Auftrag, aber ich kaufe jetzt das erste Material und da kostet schon 6.400. Okay. Was brauchen wir denn noch? Bitum, aber ich weiß nicht, wie viel. Das wird dir ja angezeigt. Sobald die Zahl von gelb auf weiß springt, hast du genug. Ehrlich? Aber warum habe ich denn hier dann gerade 4 gekauft und es ist immer noch gelb? Ah. Einkaufen. Einkaufen. So, da müssen jetzt 4 Dinger stehen und noch 3 andere. Ja, richtig. Ich muss mal kurz gucken, ob das alles war, was wir erstmal kaufen müssen. Ja. Aber das hat nächste Erde. Und dann Holz. Alles klar, dann laden wir das hier erstmal auf, den Shit. Mit unserer geilen Gabelstapler-Aktion. Und möglichst nicht wieder mit 98 Türmen. Ja, wir können das ja. Wir können das ja auch hier mit dem Kran machen, aber das dauert ja. Ja, das dauert da noch ewig, ey. Machst du die 3 Klamotten, die da stehen? Die rechts hier. Ja, ich meinte die 3 Sachen, die du danach gekauft hast.
Ladung gesichert. Ich lade von der anderen Seite auf. From the other side. Wenn ich das hinbekomme. Oh. Meine Ladung spackt rum. Da war er ein bisschen übermütig. Nein, oh, der LKW spackt rum. Oh, ich habe schon richtig Bock auf Assassin's Creed eigentlich, ja, aber irgendwie. Ich habe keine Zeit dafür, ey. Ich habe jeden Tag Bock auf Fallout 4. Das glaube ich. Ich habe da nur Let's Play von geguckt, also, was weiß ich, 3 Folgen oder so. Das sah eigentlich ganz geil aus, von dem ganzen Shit, den du dann bauen kannst und so. Ja, klar. Die ganzen Städte, auch irgendwie, du kannst eigentlich, ist doch so eine halbe Wirtschaftssimulation. Ja, ja, richtig, da reizt sich also ein bisschen. Da kannst du halt Ackerbau oder so eine Scheiße, kannst du da auch machen, ey. Ja, wobei das ist halt, also so nicht so geil wie Landwirtschaftssimulation. Ja, so, so Ressourcen anbauen ist da halt wirklich nur so auf das Notwendigste reduziert, aber ist schon ganz cool, also kann man nicht anders sagen. Weiß nicht, ich bin auch irgendwie erst Level 10 oder so und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich kriege da in dem Spiel herzlich wenig geschissen. Also die Gegner, die sind am Anfang, finde ich, so unglaublich stark. Gut, aber ich spiele auch einen Charakter, der auf Intelligenz ausgelegt ist, also damit man möglichst, ja, damit man möglichst schnell levelt. Wenn Kevin, du, das von dem echten Leben fehlt, oder? What? Aber nice. Der kam unerwartet. Ja. Das sagt deine Freundin zu dir auch immer. Na, jedenfalls spiele ich einen Charakter auf Intelligenz und der levelt halt schnell, ist dafür aber nicht ganz so stark. Deswegen bin ich mache unsere alte Vietcong-Taktik von damals, weißt du noch? TTV, Tarn, Täuschen, Verpissen. Boah, das war doch geil, ey, Vietcong, ey. Ja, Spaß gemacht. Aber CS ist auch nicht schlecht. Da rätst du nur mal so ein bisschen oft. Wer, ich? Ja, gar nicht. Nie. Du kannst sein, ja, dran, ey! Ich spiel nicht mehr! Wir haben die auch alle. Scheiß Russenkinder, ey. Ja, das sind die Schlimmsten, ey. Boah, wenn du so einem Team hast, ey. Boah, letztes Mal haben wir so einem Team gehabt, Alter. Boah. Die sagen schon, nach der ersten Runde sagen die schon Noob, ey. Noob, kick me please! Oh mein Gott, you're fucking Noob! Aber dann kickst du die natürlich extra nicht. Bei letztem Mal hatten wir 2 von denen im Team. Dann wollten die, dass wir die kicken. Aber war natürlich fuchsig, haben wir eingekickt und den anderen drin gelassen, damit der mit uns zu Ende spielen muss. Weil wenn er nicht macht, dann kriegt er natürlich Strafzeit und kann gar nicht mehr zocken. Ach, warte, ich mach mal Ladungssicherung. Jo. Oh. So. So, Bock, dann haben wir aber richtig gut beladen, möchte ich mal direkt erwähnen. Wir haben das jetzt nur so beladen, dass wir die vorderen beiden Paletten mit dem Kran nicht davonheben können. Also runterheben können. Doch, das klappt, glaube ich. Nee, so weit nach vorne kommst du mit dem Ding nicht hin. Die Baustelle ist links, wa? Oh, ich habe irgendwie immer noch einen Waypoint, ja, der nach rechts geht. Das ist, glaube ich, die Erde, die wir holen müssen oder so. Also ich glaube, die ohne Spaß ist hier nicht links. Nee. Ach so, dann sind wir schon in der ich Stadt, glaub, oder was? Alles klar, ich habe gerade die ist auch auf dem Dorf hier. Nee, die ist da hinten noch beim Hotel, glaube ich. Ehrlich? Aber ich habe eigentlich so ein Bungalow angenommen oder so. Meinst du, das ist einer von den Strandhäusern, den der angesprochen hatte? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal auf die Map. Ach, auf M geht die ja wieder nicht. Ja, könnte sein, dass das irgendwo da ist. Die Ecke. Hupe, wenn du geil bist. Möp, möp. Ich hab gesagt, wenn du geil bist, nicht wenn du schwul bist. Hallo, ich bin voll der heiße Typ, ey. Möp. So, oh, Kurven sind für Anfänger. Oh, ja. Gegenverkehr. Mann, ich hab gedacht, du überholst jetzt voll im Gegenverkehr. Das wäre richtig epic gewesen, ey. Ich ramm den Cinquecento jetzt. Das ist aber nicht. What? Wir sind hier. What? Ja. Alter, bei mir war da wohl kein Auto. Wir sind auf einmal gestoppt. Ups. Alter. Alter, was passiert hier? Passiert.
Da, bei mir fliegt die Ladung da irgendwo durch die Gegend. Was ist da los? Ich setze mich nur zurück. Moment, ich mach nochmal. Oh, nee, boah, nee, noch nicht. Ich glaube, ich habe dein Spiel besiegt. Du kannst dich hier zurücksetzen. Mit Rücktaste. Ach ja. Oh, jetzt, jetzt. Ah, jetzt. Ja, oh, Mann. Und die Ladung sitzt. Die Ladung sitzt. Und wobei, einmal sah ich so aus, als wenn der Letzte da geflogen wäre, aber... Ja, hab ich, den Bug hatte ich auch. Das ist ein Bullshit, ey. Die Autos, die sind hier wie so eine Rampe irgendwie, ey. Adler sollen fliegen. Adler sollen fliegen. Boah, wie lang ist das her, dass Sven Hannawald die Vier-Schanzentournee gewonnen hat? Hör mal, das weiß schon gar keiner mehr. Nee. Hat er nicht sogar alle vier Springen gewonnen? Ja, ja. Als erster Springer in der Historie. Mein Gott. Nicht schlecht. Ich glaube, da hat er ein extra Auto für bekommen. Bestimmt ein Trabi. Der ist genauso leicht wie er. War ein Trabi nicht voll schwer? War der nicht aus Stahlbeton? Der war auch bekannt als fahrender Atomschutzbunker. Anstatt Rennpappe. Alles unter Kontrolle. Die alles Fassade easy peasy. Kann dann ab. Fassade. Bei mir hat der LKW an der linken Seite keine Klappe mehr. Hast du die abgefahren? Bei mir hat er noch alle. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Ach, den kann man ja nicht kippen, wa? Richtig. Ah, ich kenne aber einen Trick dafür. Der hat letztes Mal auch schon geklappt. Fahr mal rein. Ja, ja, schlapp, ja. Achso, ich muss erstmal lösen. Jetzt gegenspringen. Ja, das war der Plan. Du bist ja voll der Fuchs, ey. Ferdi Fuchs. Ja, guck mal, schon zwei. Das sieht zwar so ein bisschen aus, als wenn du den LKW begatten würdest, aber... aber es klappt. Der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn dem LKW das gefällt... Hallo, könnt ihr mal LKW so einen Fetisch hat? Soll ich mal ein bisschen türkisch abladen? Oh. Okay. Ja, ja. Die restlichen jetzt beiden würden wir theoretisch mit dem Kran wegkriegen. Ja, ich glaube, die kriege ich auch anders nicht. Wobei eins ist schon da fast rausgefallen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das noch zählt hier drin. Dann pull it off, ich hol schon mal die Erde, wa? Das ist schon mal eine gute Idee. Ich glaube, das ist nämlich die nächste Dingens. Firmengelände. Und unseren LKW. Einer der Zuschauer hatte geschrieben, dass das lukrativer ist, wenn wir uns nicht die ganze Zeit mit den Klamotten porten würden. Und da hat er eigentlich ja auch recht. Ja, das kostet ja immer ein Schweinegeld. Schweinegeld? Genau. Ich glaube 20 Dollar oder so. Gut, ich habe, genau, noch so eine Story, als ich mit meinem Neffen hier das gespielt habe, da habe ich mir halt diesen dicken Bagger gekauft und hatte allerdings noch keinen, sag schon. Ich mache jetzt, fahr auf zwei Reifen. Hat nicht geklappt, ey, ich wollte die Leitplatten. Hier ist noch eine, warte. Fast and the Furious. Jedenfalls hat das arschlange gedauert, um mit diesem scheiß Bagger zur Baustelle zu fahren, weil ich noch keinen Sattelschlepper hatte. Und... dann habe ich irgendwann die Fresse dick gehabt und habe mich geportet. Und keine Ahnung, für so eine Mini-Strecke mit einem großen Bagger habe ich irgendwie fast 2000 Euro Cents bezahlt. Nur fürs Porten. Ehrlich? Ich habe mir gedacht, das kostet nur 200 oder so. Oder 20. Kann ich mal eben gucken hier. Das steht ja vorher da, ne? Kieswerk, ja. 94. Vielleicht ist das dann halt mit den großen Fahrzeugen der teurer oder so. Aber naja, nehme ich mal an. Ein kleiner LKW jetzt hier. Geht das wahrscheinlich noch. Ich bin übrigens daran gescheitert, mit zwei Reifen zu fahren. Aber ich bin gleich beim Kieswerk. Wahrscheinlich darf ich eh wieder zweimal fahren, obwohl da immer steht 4 Kubikmeter, aber man hat die sowieso nicht. Erstmal umkippen. Immer gut. Gut, dass ich jetzt weiß, man sich zurücksetzen kann.
So, die Ladung ist verladen. Perfekt. Boah, da stockt direkt mal mein Spiel, weil der Ja. das Geld laden muss. Kötsching. Dann bringen wir mal die Erde an den Startomat. Oh, da ist ein Was ist denn Schild. hier der nächste Auftrag? Die Erde. Der nächste Abschnitt. Nee, und danach dann. Ich Danach besorge ist zwei Holz. Schnittholz und Eibensetzlinge. Okay. Fahren wir zuerst mal zum Gartencenter und danach dann zum Zum Sägewerk. Sägewerk. Boah, Handbremse. Und ab geht die Reise zum Baustellen-Dingsi-Bums. 80.000 schon. Was wollten wir nochmal kaufen? So ein Walzen-Dingsi, wa? Naja, ich glaube Aber schon. weiß natürlich wieder kein Mensch, was das kostet. Ups. Ich glaube, mein LKW ist müde. Der liegt auf der Seite und schläft. Lächeln Kissen drunter. Oh, Kollisionskurs mit anderem Auto. Aber vor der. Aus der Box rausgefahren! Easy. Meinst du, kommt noch mal eine Leitplanke, an dem ich meinen Trick versuchen kann mit dem zwei Reifen? Also hier ist ein Fußballplatz. Oh, und da ist ein Zaun. Oh, und da ist ein Baum. Oh, ich sehe dich da hinten. Ich wollte hier mal auf den Fußballplatz gucken. Wie die Lage hier ist. Alter, ich kann mal Autoball spielen. Wo bist du denn? Spielst du mit Autoball? Ach, da hinten, ich sehe Ja, dich. ich bin hier am Zaun hängen geblieben. Was? Durch den Zaun kann ich durchfahren. Was? Nee, ich nicht. Wahrscheinlich komme ich jetzt nie wieder hier raus, weil ich hier im Zaun bin. Ich sehe dich da vorne rumbaggen. Hier bin ich durch den Zaun gefahren, links. Ja, ich bleib hier hängen. Also, ich komme hier easy durch. Scheiße, ist Ja, ja durch den hier komme ich auch blockiert. nicht, aber durch den hier vorne kommst du durch. Echt? Ja. Jo, Tatsache. Ist ja 1A programmiert wieder hier. Ja, hier kann man auch hier nicht durch. Nee, aber das ist so eine Lücke. Okay, Anstoß. Jeder bei sich am Tor. Wir machen ein Duell. Wir fahren aufeinander zu und wer ins Tor fliegt, hat gewonnen. Ich häng aber gerade fest, warte mal. Muss zum Anlauf nehmen, damit ich da drauf komme. Ich bin bereit. Kurz Kommen wir meine weiter Rückwärts. zurück? Ja, ich bin dabei. Was? Ich habe natürlich Erde beladen. Ich bin natürlich jetzt schwerer als du. So. Hallo, ich bin fünftel Kilometer, also 200 Meter länger als du. Auf So. los geht los. Ja, warte. Ich zähle runter. 3, 2, 1, go! Hartgas! Komm, Junge! Boah, 15 Kilometer Komm, pro ich Stunde! bin auf jeden Fall Erder! Bam, Junge! Wow. Das war Ecke. Ecke, ich bin aus. Guck mal, wie ich hier hänge, ey. Oh, jetzt bin ich abgerutscht. Okay. Ja, da war fast ein Tor, ey. Ich bin aber halt 3 Kilometer drüber geflogen. Ja, ran an die Arbeit, würde ich sagen. Genug gespielt. Oh. Jetzt komme ich hier nicht mehr Warte, raus, oder ich hau dich da raus, warte. Bin schon weg. Wo fliegst du denn? Junge, bist auf dem Berg. Jetzt rollst du da runter. Bisschen Autolawine. Junge, hier liegt ein Auto auf dem Kopf. Hast du das gedreht? Hier ist voller Stau. Kann sein. Ausschließen möchte ich es nicht. Guck mal, links von dir. Da stehen sie an. Boah, das war auf jeden Fall schon mal nice. Die Physik-Engine erstmal wieder außer Kraft gesetzt. Runde Autoball zwischendurch, immer eine gute Immer Idee. wieder ein Genuss. Ich finde das auch geil, wie man so mit Vollgas gegen die Schilder heizt. Die Schilder fliegen 30 Kilometer weg und man bleibt einfach mal instant stehen.
Die fliegen weg, die fliegen bei mir eher 30 Nach oben, Kilometer ja. steil nach oben, genau. Rocket. Bis in die Autor Stratosphäre, Schanz benutzen. die wahrscheinlich nicht 30 Kilometer ist, in der Luft ist. So, ich muss bestimmt sowieso nochmal zweimal fahren, aber du bist ja noch nicht, eben noch beschäftigt mit deinem Beladen da. Alter, der Tau steht ja schon Richtig. halb. Guten Tag, junge So. Frau. Verschiedenes? Hö? Moment. Was brauche ich hier? Was muss ich kaufen? Wie geht das denn hier nochmal mit dem Klappdingsi? Albensetzlinge, 2 Stück. Warum funktioniert das nicht? Was denn? Ich kann die Ladeluke nicht anheben. Ah, doch jetzt. Reiner Baufusch will wieder Geld ausgeben. Ja, hallo? Ohne Moos nichts los. Aber so langsam sich die Anzeige da füllt, dann kann das niemals reichen mit den 4 Kubikmetern, oder? Ne, da fehlt wieder so ein Mini-Strich, ey. Ich glaube, das ist echt noch buggy. Das kann eigentlich nicht sein. Willst du mich verarschen? Der Bausimulator und Buggy. Ja, hast recht. Ist ja nicht so Forest hier. So, ich potte mich aber jetzt mal schnell zum Kieswerk. Guck mal, 265, ey, das ist ja. Pah. Nein, 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 Ladung, Ladung, nicht Abgang. Keinen Abgang machen. Dann sind wir gleich ungefähr gleich da, denke ich. Und dann ist die Baustelle auch schon wieder fertig. Als alten Baugenies. Du meinst Baulegastheniker, ne? Ja, dann ja. Ich habe zwei rechte Hände. Nur nicht am Steuer. Das ist irgendwie nicht so meins. Am Steuer? Am Steuer bist du ein Halbgott. Boah, ja, weißt du, Ich als ich uns das Leben erinnere. gerettet habe, ey. Ja, Also ich war oder zwar auch den der Geil. Verursacher des fast der fast Todesfälle, aber ich habe da auch wieder gerettet. Das, Ja, kennst du das? Das machen auf einmal war da der Erdwall. Feuerwehrmänner auch immer so. Die legen das vorher selber und dann sind sie der Held, indem sie das löschen. Also manche, nein, nicht jetzt jeder, aber aber gib jetzt schon mal. Aber das war aber auch was. Aber da konnte ich natürlich auch nichts für, weil der Nebel natürlich so scheiße war. Dann war dunkel, Ja, Nebel, ich bin und gesittet gefahren, möchte ich sagen. dieses japanische kleine Geistermädchen. Ja, da hatte ich Angst vor. Deshalb bin ich so schnell, langsam gefahren. Und dann kam halt die Kurve, die ich ein bisschen unterschätzt habe. Und der Erdwall. Aber ich glaube, wenn der Frank noch im Auto gesessen hätte, an dieser Stelle, hallo Frank, ich glaube, der hätte sich mal gepflegt in die Hose gekackt. Du doch auch fast, ey. Nee, Ja, komm, hallo. ey, komm, du hast ja fast geweint, ey. Dabei war alles jederzeit zur Kontrolle. Das war nicht mal knapp. Der Überschlag, der war sogar, weiß ich nicht, noch eine Viertelumdrehung abgewendet. Ja, aber da hatte ich noch einen VW Fox. Das ist, Junge, scheiß was auf Elchtest. In Postauto gelb. Ja. Der war nicht schlecht. Das verstehe ich bis heute nicht. Hattest du nicht auch die Wahl, irgendwie den in Weinrot zu bekommen? So ein richtig geiles Weinrot Ich und hatte du keine nimmst Wahl. Ich musste gelb. das nehmen, was meine Eltern mir angedreht haben. Möp. So, Erde abladen hier. Achso, sichern sollten wir das ja auch noch. Ja, sicher mal die Scheiße. Alter, sicher die Scheiße, Alter. Sonst macht Schiff wieder Stress. Dann kann ich den Wagen schon mal wegbringen, weil wir müssen gleich sowieso wieder die Baustelle hier räumen. Und dann kann ich zu dir kommen. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade auf dem Weg zum Sägewerk. Dann komme ich da mal hin. Katschi. Aussteigen. Sägewerk. Kann ich schon mal einkaufen eigentlich, ne? Lerche 2. Das warst du, oder was? Ach ja, die anderen hast du schon, ne? Richtig. Komischen Blümchen. Oh.
glaube, da kommt was angefahren. Da ist die Laterne erstmal bis zum Mars gefahren. Die fliegt immer noch. Bitte vorfahren. Öffnen Sie bitte die Ladeluken. Ach, ich warte mal. So, aufladen. Ladung gesichert. Zack und eingestiegen. Boah, während der Fahrt eingestiegen. Warum fahren wir denn ohne Blaulicht? Das soll es eigentlich immer anhaben. Wie geht das eigentlich an? Wie? Oh. Ah, jo. Na, nü, na, na. Sollen wir mal ausprobieren, ob das hier ein Jesus-Truck ist? Lieber nicht. Aber mach mal. Geronimo! Oh. Mann, ich habe immer Angst vor dem Wasser gehabt, ey. Das ist ja wie bei dem Loch in the Forest hier. Ich komme hier rum. Ich komme hier rum. Der eine blinkt auf jeden Fall links fleißig. Vielleicht solltest du auch mal blinken, damit der weiß, dass du rechts abbiegen willst. Wie kann man eigentlich blinken? Das ist eine gute Frage. Drück mal F1. Wenn ich F1 drücke, dann ist mein Mikrofon aus. Oh. Das ist mein Shortcut fürs Muten. Mann, das ist Ü. Ich bin mal lieber leise. Ich hab mir gedacht, Üland braucht kein Mensch, ey. Das ist bei keinem Spiel belegt, da kannst du ruhig benutzen. Ab geht die wilde Fahrt. Und dann ist das Haus schon fertig. Oh, zu früh. Ein bisschen. Alter, ich hab den Parkinson-LKW. Junge, ist er bei mir am Glitschen. Ich wäre fast wieder böse gewesen, hätte gesagt, wieso spielt er die Hauptrolle in Zurück in die Zukunft? Boah. Hä, aber muss er jetzt auch da rein? Ich habe doch gerade die Erde da reingeliefert erst. Aber kann ja nur, aber, oder? Ich habe keine Ahnung. Lol. Kommt schon von alleine entgegengesprungen. Ich habe nur entsichert. Nur entsichert den Shit. Was ist denn? Aber das ist eigentlich unsere Aufgabe jetzt hier. Dann packt das mal neben dem Erdhaufen und ich schon mal ins Haus rein. Kann man doch hier packen. Packen geht, aber ja. Ich glaube, dahin laden geht nur ach so, sehr ja, spackig. Ja, das geht nicht. Ja, das stimmt. Wirf einfach ab. Zack. Da drin? Ja, das zählt. Okay. Ja, dann machen wir erst mal den, der hier noch drauf liegt. So, schon mal ins Haus stellen hier. Damit das gleich. Wobei, wie gesagt, da bestimmt wieder von der Baustelle entfernen. Bevor ich hier eingemauert werde. Perfekt. Jetzt noch die anderen beiden ein bisschen anstupsen mit dem LKW, dann haben wir es geschafft. Oder trag die halt in den Bereich. Mach es ordentlich, mein Friend. Mach ich immer. Zack. Genau so. So kenne ich das. Wie auf dem richtigen Bau. Da gebe ich keinen Fusch. Da wird das alles gewissenhaft und seriös gemacht. Mann. So. Und der letzte Shit geht auch noch rein. Bam, oben drauf und jetzt alle fliegen wieder raus. Ne, hat geklappt. Pantoffel. Pantoffel ist im Weg. So, an die Straße. Und das Meisterwerk begutachten, wenn der mal da wegfahren würde mit seinem scheiß LKW. Ja, Moment. Fahren Sie bitte weg, räumen Sie bitte den Platz. Hier gibt es nichts zu sehen. Bäm, ich bin Heimwerker. Du bist vor allem ziemlich hart. Das auch. Hart im Leben.
Hä, wo ist denn jetzt? Ach da. Boah, geile Hütte hier. Mit Sattanlage. Ich habe gehört, wir sind auch ein Abrissunternehmen. Man kann leider nicht in die Fenster gucken. Und das Haus ist ziemlich hart. Willst du bitte die Nachbarin bespannen? Ja, wollte ich. Ich setze mich jetzt mal auf die Schaukel hier und verabschiede mich an dieser Stelle von dieser Folge, denn das Projekt ist abgeschlossen. Tschüss, liebe Folge. Tschüss, liebe Folge. Das Haus steht und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem nächsten Projekt. Vielleicht auch mit dem neuen Wagen, aber ich glaube, den können wir noch nicht kaufen mit 100.000. Aber können wir mal gucken. Wie viel hast denn du jetzt? 107. Ich weiß halt nicht, ob wir noch Material einkaufen müssen für das Projekt oder so, wenn da ein bisschen Shit drin ist. Ja, das haben. Ist anzunehmen. Machen wir vielleicht erstmal ein anderes. Allerdings, ja, wobei... Jetzt sind auch gerade neue Ausstattungen verfügbar. Das erste Material wird auf jeden Fall keine 7.000 Euro kosten. Ja, stimmt. Ja, wir gucken mal, das sehen wir dann aber in der nächsten Folge, was wir dann machen. Und dann bedanken wir uns an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wo bleibt dein Danke? Sonst sagst du immer Danke, ey. Danke, Anke. Und sagen, ja, das ist gerade so laut hier, ich höre dich kaum. Ach so, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.